Der Spielplan für die Saison 2009 ist veröffentlicht. Nach genauer Betrachtung erklärten die Buchmacher die Patriots mal wieder zum Favoriten. 6:1 steht die Quote für New England. Es folgen die Steelers mit einer Quote von 7:1 und die Giants und die Colts mit 8:1. Richtig Geld gibt es für die Chiefs, Raiders, Rams und Lions. Gewinnt eines dieser vier Teams den Super Bowl, gibt es für einen Dollar Einsatz 100 Dollar herauf. Und das letzte Spiel im Giants Stadion gehört den Jets. In der nächsten Saison spielen die Jets und die Giants im neuen gemeinsamen Stadion. Seit 1976 spielen die Giants in ihrem Stadion. 1984 gaben die Jets ihre alte Heimat, das Shea Stadium, auf und zogen zur Untermiete in das Stadion der Giants. Jetzt dürfen sie das letzte Saisonspiel in der zugigen Schüssel austragen. Vielleicht aber ist das Spiel der Giants gegen Carolina in Woche 16 gar nicht das letzte Heimspiel der Giants. Vielleicht tragen sie ja noch ein Playoff-Spiel dort aus. Wenn nicht, ist das Giants Stadium für die Giants am 27.12. Geschichte. Für die Giants-Fans ist diese Spielansetzung ein unglaublicher Affront. Das letzte Saisonspiel im eigenen Stadion gehört dem Stadtrivalen. Vielleicht gibt's dafür das Eröffnungsspiel im gemeinsamen Stadion 2010. Der erste Weihnachtstag gehört der NBA. 5 Spiele setzen die Korbwerfer an diesem Tag an. Auch die NFL hat schon an diesem Feiertag gespielt, hat das Feld in den letzten beiden Jahren aber kampflos der NBA überlassen. Dieses Jahr gibt es am 25.12. wieder ein Spiel. Die Chargers treten bei den Titans an. An diesem Tag sitzen sehr viele Menschen vor der Glotze und es sind hohe Einschaltquoten zu erwarten. Den genauen Spielplan zur Saison 2009 gibt es natürlich auf www.win-football.de. Wer hätte das erwartet? Die Cardinals bieten Wide Receiver Anquan Boldin auf dem Spielermarkt an. Anstatt dem Superstar einen guten Vertrag anzubieten, wollen sie ihn jetzt doch lieber loswerden. Boldin wird es recht sein, er hat ja schon letztes Jahr um seine Freigabe gebeten. Die Jaguars haben Maurice Jones-Drew einen neuen Vertrag über 4 Jahre angeboten. Der Running Back gehört zu den produktivsten Läufern der Liga, obwohl er seine Einsatzzeit mit Fred Taylor teilen musste. Für seine Solo-Karriere wird er 32 Millionen Dollar erhalten. Auch die Redskins hatten versucht, Jay Cutler zu verpflichten. Jason Campbell haben sie danach beruhigt und ihm gesagt, dass er ihre Nummer 1 sei. Kann sein, dass das nicht ganz so stimmt, denn der Besitzer des Clubs, Dan Snyder, soll Kontakt mit Mark Sanchez aufgenommen haben. Quarterback Sanchez kommt von der Universität von Südkalifornien und wird in der kommenden Draft recht hoch gehandelt. Das waren die Nachrichten aus der NFL von www.win-football.de. Mein Name ist Dave und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.